Willkommen zurück zu einer großartigen neuen Folge von RimWorld. Das wird jetzt höchstwahrscheinlich wirklich die letzte sein, denn die letzte dieser Staffel, denn mittlerweile hat Viper wirklich extreme Malaria. Ich kann nichts dagegen tun. Man kann es auch, man kann da nur was mit Medizin gegen machen, aber Medizin haben wir leider nicht im Angebot. Tut mir leid, voll doof. Wie erholt ist sie denn? Das Problem ist halt, wenn ich jetzt das erforsche, dann habe ich ja immer noch keine Medizintechnik erforscht. Die muss ich auch noch erforschen. Das heißt, er ist so oder so vorher schon tot. Und dann habe ich wirklich nur noch sie. Na, immerhin habe ich jetzt eben in der Pause noch das Windkraftwerk wieder aufgebaut, sodass wir zumindest halbwegs genug Strom haben dürften. Das ist dann aber auch schon alles. Überfall, natürlich. Natürlich ein Überfall. Ist das alles lustig? Wieso? Wo willst du denn hin? Da draußen ist gerade ein Überfall. Was willst du machen? Willst du Essen holen oder was? Während eines fucking Überfalls. Du spinnst ja wohl. Ja, mach doch alles kaputt. Alter, nicht den Ziegenbock! Mach nicht den Ziegenbock kaputt! Jetzt wird der Ziegenbock angegriffen, ja. Vielleicht kann er ja wenigstens noch Kimmy mitnehmen. Kimmy wird übrigens auch gerade beschossen von ihren eigenen Leuten. Ihr Trottel habt Kimmy getötet. Ihr habt eure eigene Kimmy getötet. Komm, Fable, verkrümel dich. Kleiner Spatz. So, Kimmy ist tot. Das wäre ja cool gewesen, wenn das jetzt dafür gesorgt hätte, dass die anderen abhauen. Was kann der denn? Der ist im Nahkampf auch nicht besonders gut. Ja, erschieß ihn, erschieß ihn, erschieß ihn. Erschieß ihn. Erschieß ihn, bitte! Nein, triff doch, das ist eine Schrotflinte. Du kannst gar nicht daneben schießen. Du kannst fucking nochmal nicht daneben schießen. Triff! Er steht vor dir. Du musst ihn... Ein Kopfschuss, das war doch gut. Das war doch echt gut. Nein, jetzt triff ihn doch. Warum trifft sie denn alles in dem Haus, nur nicht ihn? Er steht direkt vor ihr. Jetzt brennt das Haus. Ja, das läuft doch ganz gut. Jetzt schnell, schnell, schnell. Nicht Holz ausrüsten. Ach, Mann. Du... Blöde Maus. Lösch Feuer. Lösch das fucking Feuer. Die fliehen. Die fliehen. Ja, er brennt nämlich. Kannst du dich mal selber löschen? Erstmal im Haus, bitte. So. So. Oh, okay. Ich lebe noch. Viper ist tot, aber lässt sich jetzt auch nicht ändern. Verdammt. Verdamm ich noch eins. Okay, kannst du ihn fangen, bitte? Dann würde ich ihn nämlich gerne erstmal hier ins Zelle sperren. Vielleicht kann man ihn ja davon überzeugen, dass er dann bei mir bleibt. Und jetzt hol dir erstmal was... Was machst du da? Hol dir erstmal was zu essen oder so. Keine Ahnung. Wobei, sie hat gar keinen Hunger. Was ist denn jetzt mit ihr? Ist sie jetzt gerade irgendwie super gestresst? Vergnügt. Sie ist gerade vergnügt. Ich weiß nicht warum. Okay. Forschung. Keine Ahnung. Forschung nicht ausführbar. Warum nicht? Was hat sie denn für Schäden? Na dann, Schlaf bis Vollständigkeit. Das kann sie halt auch niemand behandeln. Ne? Wir haben keinen Arzt. Das heißt, sie muss selbst gesund werden. Keine Ahnung, ob und wie das klappen kann. Blutverlust leicht. Ach, das ist alles so schlecht. Das ist alles sehr schlecht. Okay, dann, erstmal behandeln den Typen. Risiko extrem, ja, ja. Na gut. Ich kann dagegen jetzt absolut nichts tun, jetzt mal ernsthaft.
Krankheit, Infektion. Wer hat alles Infektion? Er hat Infektion. Ja, ich habe keine Medikamente. Also ohne Medikamente ist dieses Spiel echt schwer zu spielen. Das ist echt nicht leicht. Kann ich irgendwie ihre Bedürfnisse... Ihr Bruder starb. Ich würde mal jetzt Gräber ausheben, noch ein paar. Ja, Davila kann wieder laufen, immerhin. Ist der Blutverlust gestoppt? Nein. Ja, jetzt ist der Blutverlust gestoppt. Okay. Fable hat sich erholt, das ist auch sehr gut. Ah, sie wird gleich voll den Nervenzusammenbruch kriegen. Scheiße, scheiße, scheiße. Rechte Niere, Schuss, Schrotflinte. Gut, ich hätte sie vielleicht auch nicht mit der Schrotflinte beschießen sollen. Aber dann hätte ich halt auch einfach nicht gewonnen, ne? So, jetzt haben wir hier keinen Strom mehr. Das ist auch nicht so gut. Haben die uns irgendwie die Strom... Ja, die haben natürlich hier hinten wieder komplett die Windturbine kaputt gemacht. Die wird einfach nicht... Die bleibt einfach nicht am Leben, die Windturbine. In 0 Grad. Ich sollte vielleicht auch mal die Tür reparieren. Wie war denn das? Struktur? Tür. Stahltür. Einbauen. An sich finde ich diese Stahltüren echt nicht so schlecht. Die helfen ja schon auch ein bisschen. So, erstmal was kochen. Minla hat sich vollständig erholt. Das ist doch schon mal gut. So, wenigstens mal wieder ein bisschen essen. Bisschen Essen kochen. Das wäre halt gut. Hat er hier Hunger? Er hat Hunger. Vielleicht ihn mal füttern. Ich habe mich immerhin ganz gut... Nein, nicht ausziehen. Nein. So, jetzt mal die Tür. Noch ein bisschen Stahl holen, dass wenigstens im Haus die... Ah, Zusammenbruch, rasend vor Wut wäre was. Danila. Aber seine Stimmung steigt doch gerade, weil er sich so schön abreagieren kann. Kann er bitte... Ah, jetzt hat er die scheiß Tür kaputt gemacht. Muss ich dich nochmal totschießen, du blöder Depp? Was mit ihr? Sie ist jetzt auch schlecht gelaunt. Oder was? Na, dann bringt euch doch gegenseitig um. Bringt euch da einfach gegenseitig um. Ja, so ist doch schön. Das ist doch ein schöner Abgang. Wie geil. Bringen sich alle gegenseitig um. Hammer gut. Ja, töte doch noch Fable, dein Lieblingshaustier. Du blöde, doofe Truller. Du bist echt eine Truller, weißt du das? Beruhigst du dich jetzt mal, oder wie? Was zur Hölle? Kritischer Alarm, schwere Krankheit, ja. Davila oder was? Naja, ist doch egal. Der will mich eh umbringen, der blöde Wichser. Kann sie jetzt mal wieder bessere Stimmung kriegen? Das nervt, wenn man nur einen Kolonisten hat. Das ist echt anstrengend. Ein Kolonist ist halt echt nicht super viel, ne? Kann sie jetzt mal aufhören, rasend vor Wut zu sein? Ich kann ja jetzt auch nichts ändern daran. Er hat eine extreme Kopfinfektion. Mina hat sich beruhigt. Na super. Hallo. Davila ist gestorben. Ach Gott.
Keine Betten im Gefängnismodus? Was? Aber ist doch reserviert. Verstehe ich nicht. So, Minla, wie geht's denn dir, Mäuschen? Dir geht's scheiße, ne? Dann kannst du doch als erstes mal deinen toten Bruder essen. Nein. Kann nicht begraben, kein leeres Grab. Achso, sie muss erstmal ein Grab bauen, natürlich. Mach das mal bitte zuerst. Und dann begrab deinen Bruder, dann ist nämlich das wenigstens geschafft. Nicht ausführbar. Kann nie ein Transporter sein. Das heißt, ich kann sie auch nicht... sie kann ihren Bruder nicht begraben, weil sie zu doof ist, um Leute zu tragen. Ah, diese Frau macht mich wahnsinnig. Und ich kann Neo nicht zurückkaufen, weil ich zu viel Silber habe. Ich habe zu viel Silber, um das Lösegeld zu bezahlen. Natürlich habe ich zu viel Silber. Wieso auch nicht? Wieso sollte ich auch nicht genug zu viel Silber haben? Das ist... Dieses ganze Spiel macht mich echt wahnsinnig. Wieso kann ich nicht forschen? Wieso? Oh, immerhin ist jetzt einfach. Jetzt ist nur noch einer da. Das macht die Sache deutlich leichter. Ich muss mich um nichts mehr kümmern. Bin mein eigener Herr. Wenn sie krank wird, dann ist sie halt des Todes. Zusammenbruch vor Wut. Cool. Warum hört sie nicht auf zu kochen? Verstehe ich nicht. An sich sollte ihr das doch jetzt Spaß machen. Sie ist doch Forscher, sie ist doch Mathematikerin, Mathematikprofessor. Sie müsste doch jetzt eigentlich Freude daran haben, nicht? Mein Freund starb, ungeschuldiger Gefangener gestorben. Stimmt ihr euch, unschuldiger Gefangener? Der Typ hat mich aber fett verletzt. Er hat auf mich geschossen und auch eingeschlagen. Abscheuliche Umgebung. Ja, ich würde eher sagen, sie soll sauber machen, aber das sagt man ja einer Frau heutzutage nicht mehr. Das sagt man ja nur noch Männern. Offensichtlich, keine Ahnung. Sie möchte ja nicht sauber machen. Arrgr. Auch keinen Strom mehr. Na gut, nachts brauchen wir auch keinen Strom. Zusammenbruch, rasend vor Wut. Ist doch gar nicht rasend vor Wut. Stimmt doch überhaupt nicht. Alles Lügen. Lügenspiel. Lügenspiel. Ich würde ja die Leute auch alle begraben, die hier liegen, aber es geht ja nicht. Es geht ja einfach nicht. Okay, also ich würde auf jeden Fall in der nächsten Staffel, einfach wenn ich mir angucke, wie sehr dann immer die Angreifer hier meine Energieversorgung beschädigen, würde ich alles noch ein bisschen kompakter bauen und versuchen, außenrum auch noch eine Mauer zu bauen, damit die Angreifer nicht immer direkt reinkommen in meinen Wohnbereich quasi. So, komm, forschen, 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 forschen. Ich muss endlich mal auf Medizin kommen. Schon geil, dass sie jetzt alleine mit ihrem Ziegenbock lebt. Das ist, also ich meine, die Leute in Niederbayern kennen das ja. Oder überhaupt im Alpenraum. Dass sie gemeinsam mit ihren Ziegenböcken leben. Aber an sich war das von vornherein jetzt nicht so gedacht hier in dieser Kolonie. Ich hatte ja mal genug Menschen. Wir sind ja zu dritt gestartet, waren zeitweise 5, 6 Leute. Ja, Lebensmittelversorgung muss jetzt hier halt ausreichen, ne, was hier im Tiefkühllager ist. Rettungskapsel. Na, endlich mal wieder einer. Ach, Loni. Na gut, komm. Retten. Fable wird von Grizzly Bear angegriffen? What the fuck? Nein! Der hat doch keine Chance gegen den Bären. Das ist ein Ziegenbock. Der kann doch keinen Bär besiegen. Ja, offensichtlich nicht. Nein, Fable wurde zerrissen. Oh nein. Das, jetzt wird sie noch unglücklicher, ey. Das macht Minla jetzt richtig fertig, wetten? Ach Gott. Sehr niedrige Erwartungen.
Das hat sie ja noch gar nicht mitbekommen, dass das Tier tot ist. Mein Haustier starb. Minus 8. Voll blöd. So, ich hoffe, der Bär macht uns nicht gleich auch noch kaputt. Okay. Was hat sie denn? Also ich meine nicht, dass es wichtig wäre, weil auch Loni wird aufstehen, gesund sein und dann halt abhauen und uns im Stich lassen. Ach Mann, wenn wir doch endlich diese Forschung fertig kriegen würden, dann könnten wir die Leute auch mal besser behandeln. Und ich müsste halt auch mal wieder genug Arbeitskraft haben, um hier rauszugehen. Loni kann wieder laufen. Ein Sailor namens Sully Deluxe wird von Piraten. Sie fleht um Hilfe. Biologisch ist sie 48. Wenn du wirst du gegen die... ja, ist doch jetzt egal. Ja. Okay, komm. Geh in den Kampfmodus und geh hier rein. Kannst du irgendwas? Bitte, bitte können irgendwas. Nahkampf, cool. Okay, dann nimm dir einen Marmorknüppel. Überfall, da sind sie nämlich. Okay, das sind aber drei Typen mit Gewehren und Granaten. Also ist richtig scheiße. Sagen wir es, wie es ist. So, aber bisher haben sie ja nur draußen immer Sachen kaputt gemacht und sind dann eigentlich wieder abgehauen. Ja. Mindler soll noch ein bisschen schlafen, weil... Okay, da war die Solarkollektoren weg. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt haben wir auch keine Stromversorgung mehr. Okay, Mindler müsste jetzt ausgeschlafen sein, so langsam. Ja, so geht's so. Okay, komm. Au, nein! Nein! Schieß doch nicht auf Sully! Oh, ich hasse die manchmal. Wie doof die alle sind. Wie stulle die alle sind. Fuck, 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 lauf! Wenn sie stirbt, ist nicht so schlimm. Sie ist jetzt erst neu dazugekommen. Komm schon, mach ihn kaputt. Du hast einen dicken Knüppel. Nein! Das gibt's doch alles nicht! Och Mann, du musst doch jetzt mal treffen. Triff! Triff! Er steht vor dir! Triff! Ja! Ja. Okay. Retten. Leg's ins Bett. Okay. Mit Blaster fangen. Ach, hier erstmal noch gar nichts dahingehend machen. Jetzt macht er das da kaputt. Kritischer Alarm, Feuer. Vielleicht hauen die ja ab. Sie nehmen, was sie kriegen können. Okay, finde ich in Ordnung. So, dann können wir den hier fangen. Scheiße. Okay, erstmal was essen. Wieso kann ich denn jetzt nichts... Ach so, weil kein Bett da ist. Dann ist das jetzt hier das Gefangenenbett. Keine Ahnung. Komm, pack ihn erstmal ins Gefangenenbett und dann kümmere dich um die anderen. Sully! 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 Sully, 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 Sully! Ja! Scheiße, ist verdorben, ist mir jetzt egal. Erstmal was essen, Leute. Ich hab wieder zwei. Ich hab wieder zwei. Okay, jetzt nichts kaputt machen.
Was ist denn jetzt mit ihr hier? Sully kann gar nichts. Ist ja der Hammer, wie die nichts kann. Kann sie forschen? Was ist sie denn? Forschung 0, aber immerhin ist sie dazu in der Lage, theoretisch. Sie ist aber eher eine Nahkämpferin. Okay, sie ist eine Kämpferin und Künstlerin. Sie ist also komplett nutzlos in so einer Koloniesituation. Aber immerhin kann sie Arzt und so. Wie ist sie denn medizinisch drauf? Medizin 1. Loni. Sie hat Medizin 6. Na gut, dann macht Sully jetzt einfach mal alles. Eigentlich müssten die sich jetzt alle mal ein bisschen erholen. Das Problem ist, wir haben keine Stromversorgung. Ohne Stromversorgung ist das alles echt blöd. Ich würde also dafür versuchen, sorgen zu wollen. Zu wenig vorhanden. So. Loni hat sich vollständig erholt. Loni, bleib doch bitte bei mir. Bitte. Bitte, Loni, bleib bei mir. Bitte. Nein, sie geht. Sie geht. Sie geht. Sully kann halt nicht mal was bauen, ne? Eine kleine Herde Trumbos. Von Natur aus sind sie, allerdings können sie sehr gefährlich werden. Ach du Scheiße. Geht etwas spazieren. Ist da die Blutung gestoppt bei dem? Blutverlust leicht. Nee, immer noch nicht. Sie kann halt auch nichts reparieren oder irgendwas machen. Sie kann auch nicht tragen, ne? Ach Gott, Sully. Du bist wirklich der denkbar ungünstigste Mensch, der in diese Kolonie kommen konnte. Ich brauche jemanden, der reinigt und trägt. Selbst wenn du nur putzen könntest, wärst du schon sinnvoller als das, was du jetzt bist. Naja, sie schläft ja auch in einem Bett mit einer Leiche. Natürlich geht's ihr nicht gut. Kann auch nicht kochen, ne? Sully kann gar nichts. Sie ist echt der nutzloseste Mensch, den wir haben in dieser Kolonie. Ah, so. Okay, warte mal. Wir müssen jetzt... Wir haben auch keinen Stahl mehr. Das ist auch so ein bisschen schlecht. Dann bauen wir jetzt Strukturen, Tür aus... Eine Granittür. Von mir aus. Granit haben wir noch. Besuchergruppe. Yay. Und Mindler dreht wieder durch. Rasend vor Wut. Rasend vor Wut. Sie hat eine Leiche gesehen. Na, logischerweise hat sie eine Leiche gesehen. Wie denn auch nicht. Sie scheint ein paar Gegenstände zum Handeln dabei zu haben. Okay. Ich habe aber nichts zum Handeln dabei. Okay, Sully muss sich ausreden. Kann sie wenigstens mit Leuten interagieren? Sie hat doch so einen hohen Sozialwert, oder? Das sollte doch machbar sein. Handeln, handel mal. Handel mal, handel, handel, handel. Okay. Okay, 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 okay. Mahlzeit. Sie haben Medizin für 16. Sie haben ein Medizin. Ihr seid so doof. Ich hasse euch. Ich hasse euch echt so doll. Okay, ja komm, dann holen wir uns jetzt die ganzen Granaten. Die benutzen wir doch sowieso nicht. Können wir die alle mal verkaufen. Bauteile, Mahlzeit. Mahlzeit kann ich verkaufen. Die könnten wir uns mal gute Mahlzeiten einfach mal kaufen. Ein Medizin, das lohnt sich ja überhaupt nicht. Das Luciferum kann ich auch loswerden, das brauche ich nicht. Die haben ja echt nicht viel dabei, ne? Ist ein bisschen tragisch. Was kann ich noch verkaufen? Kann noch eine Splittergranate verkaufen. So. Jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen... bisschen Medizin. Wenn auch nur ein Medizin-Ding. Wenn Mindler sich mal beruhigen könnte, dann
wäre halt super, wenn ich denen hier, wenn ich sie irgendwie abkaufen könnte, dass die dann bei mir wohnen hier. Die zwei könnte ich nämlich jetzt echt gut gebrauchen. Alternativ wäre es auch schön, wenn ich mir Neo zurückkaufen könnte, aber das darf ich ja auch nicht. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass Mindler so unfassbar doof ist, was Tragen angeht oder so. Keine Ahnung, dass sie nicht interagieren kann. Sully ist eine Jägerin? Die kann Fernkampf, ne? Ja, aber sie kann ja viel besser Nahkampf, also. So, Mindler, was ist los mit dir? Wieso, wann kommst du zurück nach Hause? Haben wir es bald? Güterfelsen verlassen die Kolonie? Naja, macht mal. Ich würde halt ultra gerne die Leichen hier mal wegräumen. Aber ist ja irgendwie nicht drin. Auch dass die ständig meine Kühlapparate und so hier kaputt machen, das hilft halt auch überhaupt nicht. Dabei hier voranzukommen. Ein Jahr verderben die erst. Na gut, solange ich noch Kartoffeln und Reis habe, ist alles okay. Mindler, jetzt beruhig dich doch mal. Das nervt halt. Sully läuft auch immer nur von Raum A nach B, um sich ins Bett zu legen. Ein Stück eines Raumschiffs ist abgestürzt. Das könnte man tatsächlich gebrauchen. Mindler hat sich beruhigt. Okay. Wo ist das Raumschiff? Da kommt doch Stahl bei raus, oder? Stahl kann ich sehr gut gebrauchen. Das wäre echt gut, wenn sie das jetzt abreißen könnte. Hier sind nicht noch mehr Raumschiffteile. Ich weiß halt nicht so genau. Wir haben keinen Stahl, um hier irgendwas... Kann nicht... Ist kein Bauhandwerk. Wie, was ist kein Bauhandwerk? Ach so, sie macht das gerade alles gar nicht. Mechaniker, Bauarbeiter... Kümmerst dich jetzt mal nicht um unseren Pukram. Ist er infiziert? Pukram ist infiziert. Okay, der hat eine Infektion. Infektion schwer. Ach ja, müssen wir ihm das Bein abnehmen und dann liegt er so wie Viper einfach nur noch im Bett. Kritischer Alarm, schwere Krankheit. Ja, ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ihn vielleicht behandeln oder so. Keine Ahnung. Nicht sofort ausziehen. Aber wieso können wir denn die Medikamente nicht nutzen, um... Na gut, dann muss er halt von alleine klarkommen. Keine Ahnung. Ist dann jetzt so. Bergarbeiter. Architektur, Befehle... Abbau, nein. Ach so, die sind schon. Habe ich ja gerade gemacht. Okay. Mindler, wie geht's dir? Bist gleich erholt. Trägt ausgefranste Kleidung. Oh, das ist schlecht. Davila noch ausziehen. So, und jetzt zieh dich mal hier komplett um. So. Okay. Das ist doch ganz gut. Ah, wir haben auch keinen Strom mehr die ganze Zeit. Das ist doch alles blöd. K priorisiert Arbeiten an der Solaranlage. So, komm, hol mal irgendwie ein bisschen Stuff ran, damit wir das Ding bauen können. Wanderer bleibt. Yes. Bright. Das ist ein brighter Tag. Bitte sag mir, dass du Träger bist. Bitte sag mir, dass du Träger bist. Forschung. Ja, Kunst, Sozialtiere, Medizin. Kann aber auch nichts bauen. Was kommen denn da für Leute? Kann nichts tragen, kann nichts bauen. Ihr seid so schlecht, ihr seid so stumpf. Das ist exakt genauso unbegabt. Ich kann kotzen.
Ihr seid so nutzlos. Ihr seid so unfassbar nutzlos. Alter, seid ihr nutzlos. Oh, gut, ja. Der Gipfel der Nutzlosigkeit, Leute, ganz ehrlich. Päuschen, nächste Folge. Überleben wir weiter. Mehr schlecht als recht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.